Was denkst du eigentlich, warum gibt es das Sprichwort, was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen? Weil da eine ganze Menge dran ist. Weil die meisten Menschen, die das aussprechen, die verschieben entweder alles auf morgen oder auf nächste Woche oder auf nächstes Jahr. Und da ist so viel dran. Wenn du heute etwas verändern kannst, wenn du heute für dich eine bahnbrechende Entscheidung treffen kannst, warum solltest du es morgen machen? Was zehrt daran, etwas zu verschieben? Was hat das überhaupt noch für eine Bedeutung, wenn man sich einfach nur sagt, ich bin da nicht zu bereit, das heute zu erledigen? Obwohl man dazu fähig ist, wo man da die Möglichkeiten zu hat, wo alles genauso ist, wie man sich das vorstellt. Da muss man dran arbeiten. Und wenn man das macht, wird man meistens auch reichlich beschenkt, weil die Herausforderung, die man da nicht hat, man glaubt es nicht. Man nimmt es nicht ernst und vor allem nicht wahr, dass es überhaupt für einen realistisch bleibt. Und da kann man immer wieder dran arbeiten, indem man einfach nur sich zurechtrückt, um sich zu sagen, ich mach das jetzt. Und das hat so viel Nährboden, Nährwert, dass du irgendwann mal herausfinden wirst für dich. Es passt, es funktioniert, es wird wirklich so vom Ablauf her realisiert, dass man genau dieses zurückbekommt. Aber nicht, indem man auf andere Menschen hört, indem man das macht, was andere Menschen dir sagen, die aber nichts zu sagen haben. Und da kannst du für dich die Entscheidung treffen, willst du zu diesen Persönlichkeiten zählen oder willst du eigenständig werden, um dir ganz klar aufzuführen, aufzuzeigen, dass das für dich auch zählt und eintritt. Und da kannst du immer wieder für dich das auf den Prüfstand setzen, um dir zu sagen, wo stehst du und wo möchtest du sein. Und wenn du auch darüber hinaus Strategien, Wissen und Vorgehensweisen auf die jeweilige Person zurecht gerückt bekommen möchtest, dann schick mir eine Nachricht, wo du jetzt stehst und wo du mal sein möchtest. Und dann gucken wir einfach mal, wie du wirklich schnellstmöglich hinkommst, damit das für dich auch in Kraft tritt. Und wenn dir das gefallen hat, teile es mit deinen Menschen. Und ich freue mich schon auf unser gemeinsames nächstes Mal. Bis dann.